Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Wir haben im letzten Part Oswald zu einem Erfinder gemacht. Mega nice. Jetzt möchte ich nochmal gucken, ob ich das Ganze den auch antun kann. Ah, okay. Die Laufbahn Erfinder wird gerade von einem anderen Charakter belegt. Ist Laufbahn wechseln? Nein. Okay. Okay, jetzt kann also wirklich einer immer nur zur Zeit eine Laufbahn einschlagen. Schade, das wäre mega geil. Keil, ja, Keil. Ich treibe einen Keil in euch. Nein, nicht richtig. Neudelster, da wollte ich hin. Es kann leider immer nur einer diese Zweitlaufbahn haben. Schade eigentlich, aber. Richtig, ich hatte hier etwas zu erledigen. So, Hauptgeschichte, Kapitel 2. Agnea hat ihre Heimat verlassen, um eine berühmte Primadonna zu werden und die Menschen glücklich zu machen. Und der erste Halt auf ihrer Reise ist Delster. Die Stadt der Blumen auf dem Ostkontinent. Machen wir es für Agnea weiter, ja. Dann können wir den anderen mal aufsuchen und den auch noch zu unserem Team holen. Sieht auch schon richtig fancy aus. Metropole und sie sagt Stadt der Blumen. Okay. Excuse me, madam. My apologies. Took us all around the western continent when we were little, but I don't remember any city quite like this. What's this? Alles sei dir, Dulcinea, die berühmte Primadonna. Dulcinea? Ourselves lucky to see the greatest dancer in the land. If we don't hurry, all the good seats will be taken. Let's. Maybe these folks can show me the way to this superstar. It's worth a try. Okay, auf ins Theater. Aber vorher reden wir mit den Leuten. Heute muss ich bei der Zeitung aushelfen. Dann bleibt mir mal wieder kaum Zeit für mich selbst. Zack. Ein junger Mann, der mit seinen Freunden nach Deudelster gekommen ist und daran arbeitet, ein Drehbuchautor zu werden. Er zeigt es zwar nicht, ist aber heimlich in die Frau verliebt, die eine Schauspielerin werden will und hasst den großspurigen Mann, der es zu was einem Impresario bringen will. That was very helpful. Herrlich, ich kann meinen ersten Arbeitstag im Café kaum abwarten. Eine junge Frau, die mit ihren Freunden nach Neudelster gekommen ist. Sie träumt davon, irgendwann auf der Bühne des Theaters zu spielen. Deshalb stellt sie sich gut mit dem Mann, der es zu einem Impresario bringen will. Das ist so geil, die lassen sich gerade gegenseitig hier. Und wünscht ihm nur das Beste. Für den angehenden Drehbuchautor hingegen hat sie keine Aufmerksamkeit übrig. That was very helpful. Borgenes Objekt. Oh, hat sich schon wieder gelohnt. Großartig, bestimmt kannst du da tolle Kontakte knüpfen, um ins Theater zu kommen. Dann er ist das jetzt, oder? Ein junger Mann, der mit seinen Freunden nach Delster gekommen ist. Er hofft darauf, sich als Impresario einen Namen zu machen. Er glaubt, dass die angehende Schauspielerin ein hoffnungsloser Fall ist.
setzt aber große Stücke auf den Drehbuchautor, dessen Talent er gerne in der ganzen Welt aufzeigen möchte. Eine tolle Dreiecksbeziehung habt ihr hier. Richtig gute Dreiecksbeziehung. Ihr seid super. So, hi. Okay, gehen wir erst rein. Wir können übernachten. Das will ich aber nicht. So, du da. Schon mal von Delster Daibel gehört. Das ist ein riesiger Fisch, der im Schlund der Verdammnis eine Höhle im Norden zu finden ist. Ein alter Fischer hat mich vor langer Zeit mal von einem kosten lassen. Der Geschmack war unvergleichlich mit allem, was du hier sonst kriegen kannst. Ein teuflisch gutes kulinarisches Erlebnis. Okay, das werde ich jetzt nicht alles lesen. Ich will nur gucken. Der Kuchen dort schmeckt wie vom Vortag. Ich warte lieber, bis wir zu Hause sind und lasse mir etwas von meinem Konditor backen. Ich habe meinen eigenen Konditor. So, leider auch keine Information. Ich habe erst 5. Wow, und hat dann schon solche Ansprüche. Heftig. Habt ihr ein Anliegen für eine junge Dame dieses Hauses? Okay, leider auch keine Information. Privatlehrerin. Eine Frau, die von einem wohlhabenden Mann angestellt wurde, um seine Tochter zu erziehen. Als ehemalige Soldatin von Rang und Namen soll sie überdies für die Sicherheit des Jungfräuleins sorgen. Ein Auftrag, den sie mit allen Mitteln auszuführen gedenkt. Oh. Okay. Leg dich nicht mit der Frau an, die macht dich platt. So, wir gucken erstmal hier unten weiter. Da oben. Oh. Moment, hier ist eine Katze. Eigentlich da die Treppe hoch. Stay right where you are, little doggy. We won't kill ya. We just want to see how sharp our new blades are. What do you want? Got something to say, do ya? Why don't you mind your own business? Things were just getting good. Hundewelpen helfen? Na klar. Da haben kleine Hund. So. Time to shine. Ich werfe mal dich an. Leider nein. So, du hast einen Plan, okay. Dann mach mal Gelehrten. Doch Analyse. Decke die GP eines Gegners und einen seiner Schwächen auf. Zeig mir deinen ganzen GP. Ach, da oben steht's jetzt. 238 von 300. Ist das immer nur kurzzeitig? Scheinbar. Nur während er das ausführt, das ist ja doof. Ich dachte, es würde jetzt hier bei seinem Daten unten stehen oder sowas. Oder wenn ich jetzt auf ihn drauf gehe mit der Maus hier so quasi. Maus. Mit dem Zeiger. Here I come. So, Lanze gegen Lanze. Ah, vielleicht nicht boosten. Nö. Ah, schon vorbei. Weißt du was? Ich hol sie ihn einfach. So, probier's mal bei dem mit dem Schwert. Nö. Das ist halt richtig schlecht. Okay, der ist auch weg. Ah, kurz vor Level 18. Schade. Hikari. Schade, schade. Oh, wir haben sogar 2 Items gekriegt. Ich kann vielleicht mal lesen, was für Items waren. There's no need to get angry. It's just a mangy mutt. Damn it, you'll regret this. Och-Sendung? Was heißt das denn, Och-Sendung? Ach, Ochsendung soll das heißen. Oh Gott. Ich habe Sendung gelesen. Okay, Ochsendung. Das wirst du noch bereuen. Verdächtiger Mann. Was ist denn jetzt passiert? Hello there. You aren't hurt, are you? You must be hungry. Here, have this.
glaube, wir haben die andere Katze getriggert mit ihr jetzt. Die gehört doch auch zu uns. Das Tellfellboy hier ist meine Freundin. Thank you for protecting her. I'm Throne, and I'm on the hunt for two particular individuals. Are you a traveler? Would you happen to need a hand on your journey? Ja. All right. So, jetzt muss ich leider Nein machen, weil wir gerade was Aktuelles haben. Kapitel 1, über ein Wirtshaus spielen. Die ersten Kapitel der anderen Reisen kannst du ebenfalls spielen. Er will in einem Wirtshaus Geschichte lauschen und dann den Charakter, dessen Geschichte du hören möchtest. Je besser du über die Hintergründe der einzelnen Charaktere informiert bist, desto mehr erschließt sich dir der Gesamtgeschichte. Ob und wann du von dieser Möglichkeit Gebrauch machst, ist dir aber freigestellt. Objekte und Erfahrungen, die du in einem ersten Kapitel sammelst, bleiben dem Charakter nach Abschluss des Kapitels erhalten. Well then, let's go. Deine Gruppe ist voll. Möchtest du Mitglieder auswechseln? Nein. So, das heißt, sie wird jetzt wahrscheinlich hinangestellt. Okay. Zusätzlich zu ihren Fähigkeiten als Diebin verfügt Swarmel über folgende spezielle Kommandos. Wegeaktion am Tag. Stehlen. Stiehl Stadtbewohnern ihre Habseligkeiten. Wegeaktion in der Nacht. Auflauern. Laure Stadtbewohnern auf und setze sie außer Gefecht. Cool. Talent. Segen der Nacht. Erhöhe zu Beginn nächtlicher Kämpfe die Attribute von allen Verbündeten. Latente Kraft, Schämen. Handelt zweimal hintereinander. Nett. Einzelheiten findest du im Menü unter Verschiedenes. Tutorial, Swans, Wegeaktion. Okay. So, die muss ich jetzt aber leider erstmal hinten anstellen, weil wir wollten erstmal die andere Mission machen. Da wir da gerade drin sind, möchte ich auch nicht einfach abbrechen. So. Gefahrenstufe 2. Ist ja süß. Kann ich hier machen? Ich glaube, hier soll ich nicht hin. Hier bleiben wir auch nicht lange. Okay, jetzt haben wir alles rausgefunden. So. Prepare yourself for the pride of Coop. Oh wow, er wird Level 2 halt, ne? So, das Level-Up haben wir auch noch. Gut gemacht, Ikari. Hoch da. So, ich glaube, das ist dann für die andere da. Hintergassen. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch so groß wird, aber die Stadt... Hat sie auch schon gesagt, das ist ja doch relativ groß. Hi. Du hast eine Nebenmission für uns? Ich fühle dich an, geh nicht schon wieder in diesen schrecklichen Spielsalon. Sollte ich mich aufzuhalten, ich muss einfach gehen. Im Spielsalon, oh Mann. Heute werde ich nämlich gewinnen, das spüre ich. Also aus dem Weg. Ach Liebling, ich wünschte, jemand würde dich zur Vernunft bringen. Kein Problem. Sie da, Sir. So nehme ich mich aufzuhalten, ich muss einfach gehen. Heute werde ich nämlich gewinnen, das spüre ich. Also aus dem Weg. Wir haben da mal so jemanden, der dich mal kaputt machen möchte. Raise your weapon. Willst du kämpfen? Na klar wollen wir das. Ich hoffe, das ist jetzt auch die richtige Aktion, die wir tun. Now it begins. Schwert? Schwert. So, dann teste ich nochmal die Lanze. Prepare yourself. Schon tot. I still have much to learn. Okay, ist ein Anfangsgebiet. So. You still have much to learn. Glücksspielender Ehemann. Eine andere Fähigkeit. Achso, ich kann die Fähigkeit lernen. Würfe zwei Runden alle Attribute eines Verbündeten. Im Gegenzug werden deine eigenen gesenkt. Ach nö. Das ist richtig? Uff. Vielen Dank, dass du meinen Mann für die Augen geöffnet hast. Bestimmt wird er jetzt wieder zu dem Mann, in den ich mich verliebt habe.
Okay. Der Spieler abgeschlossen. Und jetzt? Wie lange das so? Ja. Hä? Ist das jetzt fertig oder nicht? Okay, eine bescheidene Bewohnerin von Neudelstar. Ja, sie kann ein wenig launisch sein, liebt ihren Ehemann aber aus tiefstem Herzen und sorgt gut für ihn. Auch wenn sie eine sanfte Persönlichkeit an den Tag legt. Darunter verbirgt sich ein starker Kern. Thank you. So, und ich kann trotzdem ein bisschen drücken, okay. Ich weiß nicht, ob das fertig ist. Willst du etwas Dampf ablassen gegen die richtige Bezahlung? Darfst du mich nach Herzenslust verprügeln? Ich kann auch so verprügeln. If I must. Ich kann mich vorne kaum bewegen. On your guard. My turn. Okay. Holen wir mal die Lanze aus. Now it begins. Aha. Prepare yourself. So. My turn. Was hat er gemacht? So, brechen und verprügeln. I fight for my It's over. Down. There's no need for flattery. It'll rust my sword. You still have much to learn. Führe einen physischen Angriff auf einen Gegner aus und schwäche für 3 Runden zufällig eines seiner Attribute. Ach, nein. Jetzt nicht. Hi. Guck mal, ich habe Brot geschenkt bekommen und es ist noch nicht mal verschimmelt. Okay. Ups, ja. Ups, haben wir eigentlich drücken. Keine Informationen, schade. Ich dachte, die kennt sich hier aus jetzt. Ich dachte, ich hätte endlich mal Glück und dann ist die verdammte Geldbörse, die ich gefunden habe, leer. Sagst du uns, wo du die gefunden hast? Verborgenes Objekt. Danke. Da oben links. Nadeldolch. Ah, Moment, Inventar. Tempo geht hoch, weil Schaden sinkt. Nee. Es geht zu weit runter alles, um das Tempo wieder auszugleichen. Nur, dass ich ihn früher angreifen kann. Nö. Hi. In dieser Stadt ist ein Menschenleben nichts wert. Verborgenes Objekt, danke. Leider sehe ich immer nicht, wo das ist. So, kann ich hier links rein? Nee, okay. Ist einfach Ende im Gelände. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt fertig ist oder nicht. Das irritiert mich ein wenig. Hi. Jetzt hier, hier gibt es nichts zu sehen. Kann ich kaputt boxen und durchgehen? Einfach mal dessen nach. Nee, Nonnen. Schalantes Auftreten stark mit seiner professionellen Diskretion kontrastiert. Boah. Ob berühmte Schauspieler, Politiker von Format oder Schwerreiche, die jedermann vor Neid erblassen lassen. Allabendlich betreten das Gebäude Personen von Rang und Namen. Doch darüber verliert er kein Sterbenswörtchen. Schließlich weiß er nur zu gut, dass er sonst enden würde wie sein Vorgänger. Oh. That was buried. Dann möchte ich dich leider nicht verprügeln. Ich möchte dich nämlich nicht tot sehen. Okay, links geht's nicht weiter, da hinten möchte ich noch nicht hin. Gehen wir nach, nach oben. Ah. Erweckungskraut. Nichts. Und rechts darf ich auch nicht lang. Schade. Hier links auch nicht. Schade. Ich sag mal schade, obwohl das eigentlich gut ist, dass ich nicht noch mehr Wege habe. Nee, du ziehst ja so, du siehst ja so ausgehungert aus. Hier, nimm da etwas Brot. Danke. Leider keine Infos. So, wie sieht's hier aus? Hi. Freudenhaus Concierge. Concierge? Spricht man das aus? Concierge? Nee.
egal. Empfangs-Heini. Es ist mein Anliegen, den Wünschen all unserer Gäste zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu entsprechen. Concierge des Freudenhauses Amanto. Amanto ist der Laden. Er ist redegewandt, weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht und genießt das Vertrauen von Kunden und Prostituierten gleichermaßen. Insgeheim betört es ihn, die sexuellen Neigungen seiner Gegenüber herauszufinden. Thank you. Okay. Ich kann einfach hier hinterlaufen. Okay. So, kann ich jetzt trotzdem hier irgendwo... Ich kann hier nicht wirklich weitergehen. Aber da oben ist doch ein... Kann ich hier den Safe ran? Nö. Also hier ist ein Teppich. Ich hätte gedacht, dass es da vielleicht weitergeht, aber... Nö. So, dann gehen wir wieder nach oben. Ich glaube, die linke Seite haben wir soweit abgegrast. Das hier scheint wichtig zu sein. Das gehe ich mir erstmal. Das möchte ich noch nicht haben. Oh Mann. Das ist wirklich wichtig. Shit. Diamantes Anwesen. Kranstufe 3. Soll ich hier rein? Ich lasse das erstmal. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich da reingehe. Ich meine, es kann auch nichts passieren. Ich kann mich da umsehen, wie ich möchte, aber erstmal nicht. Gut, das ist mir hier zu wichtig, der ganze Laden. Kann ich hier runter? Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Gut. Es ist Nacht geworden, deswegen haben die jetzt alle was zu erzählen. Was haben wir denn hier so? Schon mal vom Delstag. Achso, nee, das haben wir, genau. Ja, ja, ist okay. So, was können wir machen? Verführen? Oder beklauen? Ein Heilkraut. I'll take that. Durch und durch verdorben, was? Oh, der bemerkt das. I like my arms. Now then. Na toll. Wind habe ich nicht. Let me look at you. Wie viel Leben hast du? 605, okay. Try again. So. Hey, auf uns fliegen. So, Schwert. Nochmal dran. All according to plan. So. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal zugesetzt. Schlafen wir, toll. Bis uns wieder angreift, ne? Was genau jetzt passiert. Aha. So, und das Ganze nochmal. Feel my wrath! I need a plan. Thinking time. All according to plan. So, jetzt bist du fällig. Problem hast du nicht mehr. Doch hat er. Wow. Oh, wow. Deine Leben sind echt. Nee, 6er hat er. Okay. Dann hab ich vertan. Darf ich brechen jetzt noch nicht? Nee? Okay. Das will ich mich jetzt machen. I need a feel my wrath! So, jetzt sind über. Perfekt. I've seen worse methods. Habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass er das macht. Aber okay. A worthwhile endeavor. Ich bin alle mal wert. Okay. Wirklich, Leute, heilen brauchen wir gar nicht, ne? Geht's ja gefühlt allen gut.
So, wir machen aber erstmal Schluss heute. Wir werden nochmal mit den ganzen Leuten hier reden und dann ja, doch wieder nach Norden gehen, da wo die ganzen wichtigen Leute waren. Hier scheint es auch noch wichtig zu werden. Eventuell, ach, keine Ahnung. Werden wir beim nächsten Mal machen. Genau. Gut, dann bis dahin. Ciao.